Hallo, hallo, liebe Zockerfreunde. Nachdem die PlayStation Vita also entpackt ist und betriebsbereit ist, möchte ich euch die ersten Spiele vorstellen. Zum einen will ich anfangen mit Rayman Origins. Ist noch verschweißt, wie ihr hier seht, kam gerade an. Wir wollen keine Zeit verlieren und das Spiel einfach mal reinhauen und gucken, wie sich denn die PlayStation Vita-Version so spielt. Ich kenne bisher nur die Wii-Fassung. Die HD-Fassungen habe ich bisher nur anspielen können, aber nicht so ausgiebig, dass ich mir eine Meinung drauf bilden könnte. So sieht das Innenleben aus. Wir haben eine richtig klitzekleine Anleitung in Schwarz-Weiß gehalten mit allen Infos zum Spiel. Und dann haben wir hier das Spiel an sich. Und wie ihr sehen könnt, hoppala, da sind die PlayStation Vita Gamekarten richtig, richtig schmal. Aber sehen auch ziemlich schick aus und die Höhlen an sich sind auch nicht ganz so groß. So. Nehmen wir mal die Konsole, beziehungsweise entschuldigt, den Handheld und gehen mal hin und stecken das Spiel mal in den PS Vita-Slot. Wahrscheinlich. Na komm. So. Okay. Und Rayman Origins wird erstmal auf Karte installiert. Ja. Mal gucken, wie lange diese Installation in uns Zeit rauben wird. Wird installiert, gucken wir mal auf die Verpackung, was steht denn da drin? Mindestens 10 MB. Okay, wenn es nur 10 MB sind und nicht mehr, ist es ja okay. Rayman Origins, starten wir es mal. Ich bin mal wirklich gespannt, wie sich das Spiel spielt. Mal ein bisschen Sound, damit ihr auch ein bisschen was von dem Spiel hören könnt. Da sind schon die ersten Fussel- und Staubkörner auf dem Bildschirm. Das wollen wir natürlich nicht haben. So. Und dann bin ich mal gespannt. Der Bildschirm macht auf mich zumindest erstmal einen super Eindruck. Das Spiel an sich ist ja sehr erfolgreich auf den anderen Konsolen. Ich finde die Wii-Fassung auch richtig gut. Spiel speichert an bestimmten Punkten automatisch, ist klar. So, wir haben die Möglichkeit zwischen neues Spiel, Geistmodus und Geschenke. Wobei Geistmodus und Geschenke erstmal ausgegraut sind. Gehen wir also auf neues Spiel. Und dann fängt es wahrscheinlich genauso an wie die anderen Fassungen. Rayman und seine Freunde machen ein Schläfchen. Finde ich immer wieder genial. Die Qualität ist wirklich super. Also Wahnsinnsdarstellung. Okay, eigentlich kennen wir es. Ja, mal gucken, ob ich es abbrechen kann. Ja, auf Start gedrückt und abgebrochen. Und da sitzen wir auch schon gefangen. Die PlayStation Vita-Fassung soll ja einige neue Features bieten, wie zum Beispiel das Zoomen. Mal gucken, ob das hier auch geht. Ja, seht ihr? Ich kann also wirklich ins Geschehen zoomen, zu Rayman zoomen und dann wieder auch heraus zoomen. So. Ansonsten kann ich bisher noch nicht viel machen, außer laufen und springen, wie man es halt bisher auch kennt. Soll ich mal das Licht aus? Vielleicht seht ihr ein bisschen mehr. So. Leider spiegelt das bei mir relativ stark. Deshalb entschuldigt da die etwas blöde Qualität. Hey, du Klatschfidela Held. Und das sieht wirklich, wirklich richtig, richtig Bombe aus, muss man schon sagen. So, zurück zur Lichtung der Träume.
Das kennt ihr ja, ne? Hier ist der schnarchende Baum, wo ihr dann auch Charaktere auswählen könnt später und so weiter und so fort. Gehen wir mal jetzt in das dichtende Dickicht. Reinste Urwald. Also bisher 1:1 Umsetzung mit ein paar kleinen Vita-Features. So, und da geht's auch schon los. Und es ist grafisch wirklich eine Wucht. Kann man nicht anders sagen. Ich hoffe, ihr könnt das auf dem Video erkennen. Meine Kamera gibt leider nicht ganz so viel her, deshalb hoffen wir einfach mal das Beste. Ich kann euch aber versichern, dass das Spiel super, 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 super ausschaut. So. Das Spielprinzip ist ja, denke ich mal, altbekannt. Rayman ist jetzt schon eine Weile draußen. Die Lumas hier kann ich jetzt im Endeffekt sogar mit dem Finger ertasten, was ich richtig cool finde. Dann braucht man da nicht Ewigkeiten versuchen dran zu kommen, indem man springt oder so. Finde ich schon ziemlich cool gemacht und erinnert mich ein bisschen an die DS-Machart von solchen Spielen. Auch die Gegner kann ich so zum Platzen bringen und dem Spiel einfach noch eine leicht dynamischere Note verleihen. Cool gemacht. So. Also gehen wir mal hier runter. Freien wir sie mal. Trophäe verdient. So, und siehe da, ich kann jetzt aufs Viereck schlagen. So. Also spielt sich wirklich recht identisch mit den großen Bildern, außer diese paar Vita-Features, wie schon gesagt, die ich aber recht cool finde. Vor allem das Zoomen. Kann man ein bisschen mehr ins Spielgeschehen reingehen. Und sich das Ganze dann aus einem besseren Blickwinkel anschauen. So, und was ich halt ziemlich geil finde, dass man die Blasen anfassen darf. Cool gemacht. Ich freue mich auf jeden Fall definitiv auf den Test. Den Test könnt ihr dann nachlesen, wie immer, auf nextgame.de, wie wir nicht mal gesagt haben. So, das Spiel wird ja nachher doch recht schwierig, aber nichts, was ein hartgesottener Jump'n'Run-Fan nicht auf die Reihe bekommt, würde ich mal sagen. Ne? Zack, erledigt. So, haben wir das. Auge geschlagen und weiter geht's. Appala. Habe ich ein bisschen was abbekommen, das ist aber nicht weiter schlimm. Jetzt ist es aber weiter schlimm, jetzt bin ich nämlich zerfetzt worden. Okay, das also so ein bisschen zu Rayman Origins. Ich hoffe, ihr habt euch einen kleinen Eindruck sammeln können. Ich finde das Spiel wirklich gut. Ich finde die Wii-Fassung gut. Ich habe, was ich an der HD-Fassung angespielt habe, fand ich klasse. Und auch das gefällt mir wirklich, wirklich, wirklich sehr. Und ich sage gerne nochmal, allein die Tatsache, dass ich jetzt mit diesen Vita-Features die Blasen anfassen kann oder reinzoomen kann und so weiter, finde ich schon ziemlich klasse. Mal gucken, was noch alles so auf mich zukommt. So, das erste Level. Hier seht ihr noch, welche Punkte ich alles bekomme. Ach, fast sogar die 150 geschafft. So,
Okay, gehen wir mal raus und gucken uns dann Dragon Hunter, Dungeon Hunter Alliance an. Aber das machen wir dann alles in einem anderen Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit Rayman. Kauft es euch, wenn ihr es noch nicht kennt. Falls ihr eine der anderen Fassungen habt, ist es zu überlegen, ob ihr noch eine Vita-Fassung braucht wegen den paar Features. Ich finde es ganz nett und werde es auf jeden Fall auch mal spielen. Bis dann, haut rein, ciao, ciao.